Kurznachrichten. DFB-Pokal Frauen, zweite Runde. Heute Samstag, 7.9. folgende Begegnungen. MSV Duisburg gegen HSV vor 300 Zuschauern 0-9. SV Meppen gegen FC Carl Zeiss Jena nach Elfmeterschießen 3-4 vor 446 Zuschauern. Kieler MTV gegen VfL Bochum vor ca. 500 Zuschauern 0-4. 1. FC Nürnberg gegen SC Freiburg 1-2 vor ca. 385 Zuschauern. Um 17 Uhr kommt es zu der Begegnung FSV Mainz 05 gegen Kickers Offenbach. Mainz schlägt Offenbach vor 385 Zuschauern im Abendspiel mit 3-0 Toren. Die bisherigen Begegnungen sahen ca. 5067 Zuschauer. Diese konnten sich über 27 teils sehr schöne Tore erfreuen. In den teils hart umkämpften Pokalfights gab es 16 gelbe Karten, aber bisher noch keinen Platzverweis. Die Zuschauerzahlen sind circa Angaben. Ich habe auf die Torschützinnen verzichtet, da unterschiedliche Torschützen benannt worden sind. Und deshalb macht es keinen Sinn. Meine Quellen sind fußball.de und liveticker.com. Miniturnier auf Island zur Champions League Qualifikation. Eintracht Frankfurt gegen Minsk FK 6-0. Eintracht Frankfurt scheint sich in diesem Spiel den Frust der Niederlage gegen Sporting Lissabon von der Seele geschossen zu haben. Der Torreigen begann bereits in der 12. Minute. Remina Chiba erzielte das 1-0. In der 15. Minute folgte dann auf Vorarbeit von Remina Chiba durch Laura Freigang das 2-0. In der 28. Minute Laura Freigang 3-0. In der 45. plus 2. Minute Laura Freigang auf Vorarbeit von Remina Chiba das 4-0 und damit ein astreiner Hattrick von Laura. In der zweiten Halbzeit wurde sehr viel durchgewechselt. Unter anderem kam auch Lea Paulik ins Tor für Stina Johannes. In der 69. Minute Wiesan Greve 5-0 und in der 90. Minute Remina Chiba das 6-0. Ja, herzlichen Glückwunsch, auch wenn Minsk nicht unbedingt eine Top-Mannschaft in Europa ist. Trotzdem muss man nach so einem bitteren Aus gegen Sporting Lissabon und dem Verlust der Teilnahme an der Champions League ein solches Spiel klar und deutlich gewinnen. Das zeigt doch auch den Charakter der Mannschaft und den Zusammenhalt im ganzen Team. Jetzt den Fokus auf das Spiel des DFB-Pokals am Mittwoch in Erfurt und dann auf die folgenden Spiele in der Meisterschaft. Was die Mannschaft vermag zu leisten und auch die einzelnen Spielerinnen, haben sie doch in den vergangenen abgelaufenen Pflichtspielen immer wieder unter Beweis gestellt und daran sollten Sie jetzt wieder anknüpfen können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Morgen geht es weiter mit dem DFB-Pokal. Ich bin zum Beispiel bei dem Spiel SC Sand gegen Bayern München und freue mich schon drauf. Einen schönen Abend noch.